Hallo Freunde, ich bin Onwald und willkommen zum Civ City Rome. Ja Freunde, wie ihr seht, starte ich nochmal diese Mission 8 Massilia neu. Das liegt daran, weil ich sehr viele Fehler gemacht habe und habe mir gedacht, nee, du machst diese Mission mal nochmal und ja, starten wir. Seid gegrüßt, Edil. Ich hoffe, ihr seid gesund und brennt auf Abenteuer. Denn beim Jupiter, es gibt eine saftige Pflaume, die gepflückt werden will. Die alte griechische Kolonie Massilia im südlichen Gallien. Es ist ein natürlicher Hafen und zufällig in der idealen Lage für einen Vorstoß nach Gallien. Wenn wir dort ein Handelszentrum etablieren und die Armeen des Kaisers mit Weizen versorgen, wird er uns lieben. Marmor ist entscheidend. Afrikanische Könige bekommen nie genug davon und haben viel Weizen als Gegenleistung. So, Freunde, wie gesagt, diese Mission wird ein bisschen schwer, denn die Schwierigkeit liegt daran, wir müssen zwei Sachen gleichzeitig beachten. Aber Statthalter, wo sollen wir den Stadtkern errichten? Die erste Sache ist, wir müssen beachten, auf unsere Bevölkerung Acht geben. Statthalter, Immigranten erreichen die Stadt. Die zweite Sache ist folgendes, uns wird ein bisschen Rom auf die Nerven gehen. Die brauchen Weizen und jedes Mal werden sie uns Aufträge geben, ja, Weizen bringen, Weizen bringen. Und in diesem Moment wird die Schwierigkeit steigen, denn unsere Bevölkerung ist zu verfressen. Die brauchen immer wieder was zum Essen und die Wir streiten. brauchen ein freies Gelände, um dieses Bauwerk zu errichten. Die streiten können jedes Mal. Und ja, dadurch steigt auch die Schwierigkeit. So, Die Priester sind beunruhigt, weil dem reizbaren Merkur kein Tempel erbaut wurde. ja. So, jetzt mache ich folgendesmaßen. Ich baue zuerst mal unsere Bevölkerung auf. Und erstmal 6 Häuser reichen, dann sehen wir weiter. Dann werden wir uns gleich an das Weizen ranmachen, denn das Rom wartet nicht. Die geben euch keine Sekunde Zeit, um sich erstmal an ihrer Stadt Bau zu machen, sondern die fördern es gleich von euch, dass ihr halt für die das Weizen produzieren. Ich gucke gerade, wo ich das Wasser mal denen hinziehe. Der erste Aquädukt einer Kette muss in einem Fluss gelegen sein, um mit Wasser gefüllt zu Kacke. werden. Kamerabewegungen. So, wir machen dann das Wasser erstmal hin. Dort hinten stört niemanden. So, jetzt aber allerdings ran ans Angemachte sozusagen. Jetzt brauchen die Essen. Die Leute brauchen was zum Essen. Wir bauen mal erstmal 3 Stück. Sollte reichen. Straßenbau. Nicht zu vergessen. Ich hasse es, wenn das auf Zeit ist, und ich das Zeitdruck spüre, mache ich so Rom viele. hat uns ein Gesuch um Güter aus unserer Stadt gesandt. Das habe ich hiermit gemeint. Die lassen absolut keine Zeit euch, sich auszubauen. Also da müsst ihr schon. Dreh dich doch um, verdammte Scheißsteuerung. Ich sehe da nicht, wo. Ach, egal. Ja, also, das ist jetzt schon.
Mobile, weil schön zu bauen wird hier nicht klappen. Also in dieser Mission wird schön bauen nicht klappen. So, dann gucken mal, hier wird unsere sozusagen Einkaufsviertel. Ich will da nicht sehr weit voneinander bauen und deswegen bauen wir hier jetzt schon das Einkaufsviertel 1, 2, 3, 4, 5, so. So, jetzt wollen wir uns aber ein Material ran machen und zwar hier ist der Holz. Das Holz brauchen wir. Los geht's, so schnell wie möglich das Holz holen. 1, 2, 3. Wieso 3 werdet ihr sehen, denn ich brauche sehr viel Holz. In dieser Mission sehr viel Holz. Und am besten sehr schnell. Ja, in dieser Mission werden auch uns tierische Gesellschaft leisten und das wird sehr kompliziert. Also nicht nur kompliziert, es wird auch sehr kompliziert. So, dann der Mama. Statthalter, Gefahr. Wilde Tiere greifen unser Volk an. Ja, ihr seht selbst, jetzt. Also, diese Mission hat ihre Schwierigkeit ein bisschen erhöht. Klar, das ist ja das Interessante dran, aber wenn du die Schwierigkeit hast, plus noch das Zeitdruck, weil durch den Raum verspürst du immer das Zeitdruck, dann machst du Fehler. Dann machst du sehr viele Fehler. Also, und ich weiß nicht, vielleicht ist es anders. Also, wenn ich da Zeitdruck verspüre, dann mache ich sehr viele Fehler. Also, da wird bei mir Fehler für Fehler. Hier ein bisschen zum Schutz, hier ein bisschen zum Schutz. Hier ein bisschen zum Schutz, damit die geschützt werden. Hier ein bisschen zum Schutz. So. So, Freunde, wir gucken, also die Bevölkerung ist gut, wir können sogar ein bisschen weniger Steuer zahlen und ein bisschen hier runter machen. So, 3 verlieren wir an der Zahl. Dann machen wir hier, okay, wo ist das? Da, hier, Handelsstock. Hier großer Wert. Hier machen wir jetzt hier die große Wert. Und an dieser großen Wert so, okay, dann hier machen wir, shit, wo ist das jetzt, keine Holzlieferung, wo ist das Mama, keines Mama bauen wir noch nicht, denn wir machen hier Lagerraum. Wir stellen jetzt Lagerraum. Da geht nichts außer Holz.
Ja, wie gesagt, nichts außer Holz. Später geht auch hier Mama rein. Und Weizen. Statthalter, Gefahr! Wilde Tiere greifen unser Volk an. Mama, über null. Hier rein. So, Freunde, ich krieg die Krise. Also, hier schon. Holz, lagern. Alles über null. Hier rein lagern. Hier ist Mammon da frei, hier ist nicht nichts und Häuser frei. Okay, so. Die Tiere werden da umgelichtet, schön. Dann, sie brauchen jetzt Tungas. Und zum ersten Mal. Aber Statthalter, was wünscht ihr nun zu erforschen? Forschen, ja. Zum ersten Mal in dem Spiel forschen, ja. Holz, alles über null. Hier rein. Dieses Haus stellen wir uns hier hin oder hier hin am besten. So, jetzt Tuniken bauen wir. Eins. Zwei. So, zwei Tuniken sollten erstmal reichen. So. Und ja. Zwei, drei. Ja, erstmal. Sollte das auch reichen? So, können wir hier was machen? Ja, wir können die Steuern nochmal lernen, erstmal senken. Dann sind wir im Plus. Okay. Dieses Haus wird dann wieder zurückkommen. So. Ja, da ist das Schiff und wir bauen uns erstmal nein, das hier. Das ist unser erste Werft. So, hier wird dann verkauft und zwar 60. Wir haben hier dann Steine verkauft. Also das hier. So, Freunde, ich hoffe, diese die Mathematik wurde erforscht. Pakt hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.